Hallo zusammen, heute machen wir ein paar Fitnessübungen für die Oberkörper. Könnt ihr als Aufwärmübung machen? Okay, zuerst schließen die Hände in die Mitte, hier so, ja. Und jetzt öffnen wir das und gehen zur Seite. Ja. Handfläche dabei nach oben, Ellbogen nicht hoch, sondern Ellbogen weiter unten lassen. Von hier aus aufmachen, ja. Ganz locker, nicht zu schnell, auch nicht zu langsam, einfach immer locker. Eure Arme rausschleudern, dabei solltet ihr euren Rücken spüren. Wenn ihr das macht, ist es noch nicht genug. Ihr müsst wirklich die Handfläche nach oben drehen. Ja, das könnt ihr 10 bis 20 Mal machen. Und wichtig ist, Ellbogen nicht nach oben zu machen. Je mehr Ellbogen ihr macht, desto mehr auf Schulter geht das Ganze und weniger auf den Rücken. Ja? Und dann zweite Variante, können wir das Gleiche nach unten machen. Okay? Auch dabei achten, Handfläche wirklich nach unten drehen. Ja? So, dann machen wir das Gleiche zur Seite und hier auch Handfläche wirklich versuchen zur Seite zu drehen. Ellbogen tief, eng, okay? Und das auch 10 bis 20 Mal wiederholen. Und jedes Mal solltet ihr eigentlich eine andere Partie von eurem Rücken spüren, okay? So, jetzt machen wir das Gleiche nach unten und ich mache das zur Seite, auch hier. Ellbogen versuchen hochzudrücken, hier. Und nicht zu weit auseinander, sondern sehr eng nah am Körper bleiben. Okay? Auch 10 bis 20 Mal. Und jetzt tun wir das nach oben. Hier so. Und Ellbogen möglichst eng zusammen. Und die Hände nach oben. Hier nicht zu, sondern auch öffnen, sodass der Unterarm angespannt ist, leicht. Und eins. Und zwei. Und eins. Und zwei. Ja, alternativ könnt ihr von hier unten anfangen und dann ganz hoch gehen. Das geht dann mehr auf den Unterarm, ja, weil hier das dauernd angespannt ist. Und dann wieder hoch. Ja. Und was wir hier machen ist, dass wir den Rücken vorher immer zusammengedrückt haben, indem wir nach hinten gehen. Dann gehen die Muskeln zusammen. Und jetzt dehne ich die Muskeln wieder nach vorne, indem ich das wirklich versuche nach oben zu machen. Ja. Dann solltet ihr spüren, wie der Rücken nach vorne sich dehnt. Okay? Und das ist eine wichtige Aufwärmübung. Dass der Rücken ganz locker ist für weitere Armübungen. Noch einer dazu: Arme überkreuzen, Faust machen und hier rausschleudern. Und wenn ihr an dem maximalen Punkt seid, die Faust nach hinten zeigen, ja, sodass die ganze Sehne hier von hier bis hier einmal komplett durchgestreckt ist. Ja, ganz einfach nur schleudern, ganz locker. Okay, nicht drücken, schleudern. Und die Sehne ganz locker, die Gelenke locker machen. Auch 10 bis 20 Mal. So, die letzte Übung machen wir nach oben und unten. Okay? Und auch schleudern, nach hinten schleudern. Und hier auch drehen, immer dahin schauen, wo der Arm nicht oben ist. Okay? So, dass der ganze Rücken ganz locker wird. Und danach könnt ihr weitermachen mit Fußaufwärmen, Beinaufwärmen und weitere Dehnübungen.